Hey Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Real-Life-Story von mir. Und zwar, das war dieses Jahr gewesen, ich habe doch einen Roller gehabt, bin dann halt nach Hause gefahren, war tanken gewesen, fahre in die Kurve rein, mit 30 Sachen. Und noch einmal gucke ich so in den Spiegel, fahre weiter geradeaus, ist die Polizei zu mir gewesen. Ich so, okay, Polizeikontrolle nur. Ich dann rechts rangefahren. Alles am Anfang so gechillt, ja, guten Tag gesagt, wisst ihr, ganz im Ablauf, Papiere raus. Dann fing der Polizist langsam an, erstmal von vorne ab, nicht alle Polizisten sind so. Aber die waren halt so gewesen, weil die war ein bisschen komisch gewesen. Nicht alle sind so, ich habe andere Polizisten kennengelernt, aber die war das Gegenteil. Dann fingen sie auf einmal an, sozusagen, ja hier, zeig mal Rahmennummer. Ich, ja hier unten. Wisst ihr, habe ich sowas, da ist eine Platte, da ist alles drauf und so. Sagt er so zu mir. Ja, das wäre selbst gestempelt. Ich so, alles klar, okay. Dann muss ich was aufmachen, hab da gedacht, hier ist auch mal die Rahmen, die gleiche. Ja, okay. Dann fing halt an, sie wissen schon, dass sie gerade mit 70 Sachen in die Kurve reingefahren sind. Ich so, nein, der Roller fährt 30. Und dann die wieder, nein, wir haben das auch gesehen, die sind mit 70 Sachen voller Kanne in die Kurve rein. Ich, nein, ich bin 30 km/h gefahren. Der ist gedrosselt, der Roller. Dann fingen sie an. Ja, okay, warum haben sie da gerade den Knopf da gedrückt? Ich so, hab ich nicht. Das ist zum Blinker ausmachen. Wenn man rechts ranfährt, macht man ja Blinker aus. Nee, so, nee, du lügst doch hier rum. Ich so, nein, tu ich nicht, der Roller ist gedrosselt. Und dann so fingen sie alles an. Und dann ging es los, richtig los. Ich musste mein Batteriefach ausbauen. Das ist hier im Fußraum, ist so eine Plastikplatte gewesen, die musste ich halt aufschrauben. Alles. Dann habe ich aufgeschraubt und sie geguckt, ja, wo ist denn die Drossel? Ich, das ist eine E-Drossel und alles. Ja, wo ist die dann? Weiß ich gerade nicht, weil ich die Roller erst auch seit einem Jahr gehabt, ne? Dann so fingen sie weiter an. Und alles. Haben wir Lichttest gemacht, Blinkertest, Hupentest, alles. Da haben sie einen Auspuff für mir geguckt, weil ich habe so einen Sportauspuff dran. Und dann, und sagt, ja, das ist der Originale. Wir haben gesagt, ja, wir wissen schon, ne? Wirklich bei jedem Teil, was die halt versucht haben, von mir rauszubekommen, dass ich wirklich getuned gefahren bin, haben sie immer gesagt, fuck, warum nicht? Immer fuck gesagt. Ach, halt Smart Tablet, Entschuldigung. Die haben echt immer fuck gesagt, ne? Als ob die mich wirklich extra rankriegen wollen. Ich sag nur so, alles klar, warum nicht, ne? Und dann so ging es halt so weiter. Und da deutlich unten links ist eine Variomatik. Wo du auch in Drosseln kannst und so. Und dann haben die mir eine Zange gegeben. Erstens, ich habe bei meinem Batteriefach ausgebaut gehabt, komplett. Batterie sogar auch ausgehabt. Und ein paar andere Verkleidungsteile abgebaut. Musste ich für die ja, ne? Und dann meinte sie mir, ja, Variomatikkasten aufschrauben. Und dann halt, so wie gesagt, dann fingen sie an, ja, ich kann ja deinen Roller mitnehmen. Aber ich kann ja den Roller mitnehmen und so, aber ich sag, ja, können sie ruhig machen, ich habe nichts zu verheimlichen. Dann so, ja, das musst du dann bezahlen. Ich so, nee, muss ich eben nicht, wenn ich nichts gemacht habe. Dann fing das Löffel irgendwie fast so weiter, wie gesagt, haben die mir eine Zange gegeben, muss ich die Schrauben aufmachen, habe ich nicht hinbekommen. Aber ich gesagt, nee, weißt du, wissen Sie was, jetzt können sie den Roller mitnehmen, ist mir jetzt Schnuppe. Ich will nicht immer rumfuchteln. Und dann haben sie gesagt, na gut, wir haben jetzt auch keinen Bock mehr. Dann wollten sie in die Auto reinsteigen, ne? Und die Frau hat noch meine Papiere gehabt, komplett. Saß nicht schon im Auto drin, hat nur Scheibe unten gehabt. Wollen sie losfahren? Ich so, stopp, meine Papiere noch. Haben sie meine Papiere wiedergegeben, alles. Oh, ist einfach abgehauen. Wisst ihr, die hat ein Werkzeug dabei gehabt, wo ich alles. Ich stand auf der Straße, wirklich mit allen Teilen, die ich ausgebaut hatte. Alle Teile lagen auf der Straße. Oder so auf dem Roller, so oder neben der Straße, so auf dem Bürgersteig. Lagen alle Teile, die ich ausgebaut hatte. Und ich hatte kein Werkzeug dabei gehabt, ihn einzubauen. Ich hatte mit meiner damaligen Freundin zusammen. Da musste ich zu ihr nach Hause schieben, da war alles zusammen mit dem Vater. Das war immer, ja, egal, das ist ein anderes Thema. Das ist einfach wahr. Die wollten mich einfach nur schikanieren komplett. Das war echt nicht geil gewesen. Und dann hauen sie einfach ab. Sah ganz halt fuck und so. Und ich denke so, alles klar. Bin nur ich. Ich habe auch keine Rechte oder so, ne? Und ganz ehrlich, ich war so genervt gewesen. Ich wollte sogar schon zur Polizeiwache fahren, ne? Danach. Und mal eine Beschwerde einlegen, aber ich wusste den Namen halt nicht, ne?
Ich habe vergessen, den Namen zu wissen von denen alles. Also mir geben zu lassen, weil die müssen sich ja ausweisen. Und was noch kaum müsste, hätten die noch gesagt, ja, Alkoholtest, Drogentest. Hätten die locker noch gebracht und alles. Aber wie gesagt, nicht alle Polizisten sind so. Es gibt auch viele nette Polizisten. Es gibt so kleine Schweine zwischen. Ja, das Video, das Gameplay geht jetzt, glaube ich, noch. Na, vertippt. Noch ein paar Minuten. Ja, wie ihr schon gesehen habt, oder in einem Video geguckt habt, habe ich einen neuen Kanalbanner von Vortex bekommen. Der ist unten in der Beschreibung drin. Schaut mal bei ihm vorbei. Und das ist ein Gameplay von mir spielt. Heute am 27. Habe ich das Gameplay aufgenommen. Ist ein 18 zu 11, glaube ich. Nicht so ein geiles Gameplay, aber ich habe jetzt kein anderes gehabt. Und das, die Real Story ist schon echt hart gewesen. Also ich habe mich wirklich tagelang danach aufgeregt. Und das hat mich so echt so abgefuckt. Ja, Leute, das war's mit diesem kleinen Video, mit dieser kleinen Real Story. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich echt freuen. Kommentiert auch mal was. Sag ich mal, tschüss und schau bis zum nächsten Mal. Euer Lerkrimins Plays. Ciao.